Also kann ich es nachher wieder auf mich schieben. Eric. Why auch immer. Rexor. Ich bin auch sowas von hart. Sowas von hart urlaubsbedürftig. Ich habe seit. Letztes Jahr September hatte ich, glaube ich, zuletzt Urlaub gehabt. Ja, schon ein paar Tage her. Wir haben jetzt mittlerweile Juni. Ja. Das Lustige ist, könnt ihr mal wieder denken, ne? Boah, im Urlaub, da habe ich dann so viel Zeit. Also nicht nur jetzt für SPs, sondern insgesamt so viel Zeit für so viele Dinge, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe oder nur dann machen kann. Und was werde ich bestimmt machen? Etwa unterwegs sein und irgendwie sinnlosen Scheiß machen, so ungefähr. Also sinnlos von wegen irgendwelche Orte gucken oder so. Oder die vor dem Computer sitzen und YouTube-Videos schauen. Produktiv. Ja, ich weiß. Urlaub ist eigentlich nicht da, um produktiv zu sein, aber ich gehöre zu dieser Sorte Mensch, die einfach nicht ruhig sitzen bleiben kann, sondern die ganze Zeit immer irgendetwas machen muss. Deswegen, ich hasse auch Chill-Urlaube, wo du die ganze Zeit immer nur den ganzen Tag nur am Strand liegst und nichts machst. Das kann ich nicht. Ich mache eher die Urlaube, wo es dann in die Berge geht und du dann wandern gehst, ne, den ganzen Tag. Den ganzen Tag was tust und dann eben kaputt und aufgelaugt wieder zurück in die Ferienwohnung kommst, so ungefähr. Ich bin so eine Art Typ. Ich mach's eben so lang es noch geht, ne, weil wer weiß, wie das in x Jahren aussieht, oder? Ich habe so wenig, so wenig Powerdinger mitgenommen. Trotzdem gewonnen. Oh mein Gott, du hast die Backside von Rexor geschlagen. Naja, die muss auch nicht gut sein, ne? Das heißt ja nur, dass sie die Zeit, die er gefahren hat, ich ihm besser als die war. So, warte. Das eine und das gleiche? Ich glaube, das heißt es auf Deutsch, ne? Ja, das ist ein Auto. Daftev. Ich glaube, den hatten wir auch schon gehabt. Wiederkehrende Namen, jede Menge wiederkehrende Namen. Das waren bestimmt die Typen damals mit Internet. Mit diesem komischen Internet. Naja, das Internet damals, was da noch alles okay war. Und heute nicht mehr. Aber das habe ich auch schon irgendwann mal erzählt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das im Trackmania Sunrise erzählt habe. Aber ich habe es hundertprozentig schon mal erzählt. Ich wiederhole mich ja auch mal gerne, ne? Ich weiß ja nicht, in welchem Spiel ich über was geredet habe. In der Regel wird ja, naja, wahrscheinlich eher selten, dass ich, oder beziehungsweise, in meinem Kanal würde ich sagen, nein, überhaupt nicht ist es der Fall, dass es jemanden gibt, der alle Videos guckt von mir. Ey, egal, auf Middle of Honor, Trackmania, Need for Speed, Final Fantasy, was spielt noch, Gabel, obwohl das schon Ewigkeiten her ist, Tony und Freunds und Kennung. Oh Mann, ey. Aber ich habe mich ja mittlerweile festgebrannt auf Rennspiele, ne? Läuft auch schon halbwegs gut. Also ich komme mit Rennspielen gut und kann gleichzeitig eben reden und spielen. Und sie haben gute Aufrufzahlen. Kann natürlich auch was mit Nostalgie wieder zu tun haben, ne? Weil ich ja die ganzen alten Need for Speed Schinken spiele oder eben, Trackman ist ja auch schon alt. Gerade weil das eben keiner spielen konnte, ne? Jetzt könnt ihr alle wieder spielen. Oh, das schreckt mich auf. Jetzt könnt ihr es sogar selbst spielen und müsst mir nicht mehr. Ja, und müsst mir nicht zugucken. Ja, und wenn ihr sogar einen K habt, könnt ihr sogar online spielen, ne? Oder holt euch Trackmania United. Forever. Weil das lief nämlich schon immer. Und die Server existieren natürlich auch noch. Ich finde das aber lustig, wenn du dann Trackmania United Forever startest und dann kommt immer ja automatisch die Foreneinträge in deiner Region. Und da gibt. Steht immer, gibt es noch Fahrer in SH? Und der hat, glaube ich, mal irgendwie, boah, vor Ewigkeiten hat das geschrieben. Oder gefragt, eben, ob es noch Fahrer gibt. Und da schreiben die heute noch rein. Ja, ich bin gelegentlich aktiv. Ich spiele das Tag und Nacht wie damals. Deswegen, ich bin nicht der Einzige, der noch Trackmania spielt. Also die alten Trackmanias. Ich habe mir die neuen ja auch schon gekauft, damit ich sie let's play. Mal gucken, wann es soweit ist. Also momentan sieht schlecht aus, weil ja Zeit und Lust geht für was anderes drauf.
Da muss wohl wieder erst der Winter kommen, bevor ich wieder reinklotze. Und meine Rendermaschine gar nicht hinterherkommt, so ungefähr. Aber damit wird es ja dann sowieso Schluss sein, wenn ich dann hoffentlich meinen neuen Rechner habe. Dann wird natürlich das Rendern nicht mehr so lange dauern, weil momentan im 4K rendern, also gerade diese Videos hier, das dauert so lange. Also jetzt sind das ungefähr 3 Parts, 1 Stunde. Und weißt du, wie lange der zum Rendern braucht? Boah, ich glaube fast einen Tag braucht der. Also 24 Stunden, holy moly. Aber naja, so ist das mit deinem alten i7-3770K. Der ist eben schon alt. So wie ich. Also rechnet der schon in meiner Geschwindigkeit. Und für den neuesten Scheiß ist er zwar da, aber das kann er noch nicht so gut. Komische Strecke. Kamito. Letzte Strecke. Und es ist eine Pasti-Qui-Gliese. Ey, Sprache ist das? Ach, Französisch oder Italienisch? Ich sage aber Italienisch. Und es ist auch die letzte Strecke für heute. Also eben für diese Session. My God, is it late? I must know something. Ich muss eben noch Dinge erledigen, so wie Far Cry 4 spielen. Ja, ich will das Spiel nicht durchhaben. Far Cry 3 damals habe ich gespielt, als es noch neu war. Far Cry 4 habe ich mehr oder weniger da einfach ignoriert, genau wie alle die Teile, die danach kamen. Ja, und das hole ich die eben nach, ne? Denkt man auch so, ja, Spiel ist aber 2014. Da kannst du die Grafik nicht hochdrehen. Für ein Arsch, das Spiel ruckelt einfach bei mir. Gerade auf 4K, selbst auf 1440p. Das Spiel ist irgendwie komisch, das geht dann automatisch von 60 FPS dann gleich auf irgendwie 30, 35 runter. Und auch so denkst du, okay, mach deswegen Pausing, dass er dann irgendwie nächste Grenze 30 hat, sobald er unter 60 ist. Keine Ahnung, aber ich vermute es mal, ne? Naja, es läuft fast immer mit 60. Fast immer. So, die Frage, ne? Ist das Spiel so schlecht optimiert? Brauchen wir dafür eine noch bessere Grafikkarte? Ist es meine CPU, die so schlecht ist? Natürlich könnte ich das herausfinden, indem ich MSI Afterburner da laufen lasse und mir die Prozentangaben und so angucke, aber ich will erst spielen und nicht analysieren. Ich mache schon genug nebenbei. Nicht nur meine Kaffeemaschinen und auch noch Server und ja, Reparaturen von Computer und Hilfestellung, Fehleranalyse. Zu viel. Gerade noch so geschafft, ey. Wo habe ich eigentlich gerade verkackt? Ach ja, stimmt, diese eine Kurve hier, ne? Weil hier kommt nicht so ein Turbo-Ding. Soll ich da überhaupt hoch? Ist das richtig? Oder ist hier unten irgendwas? Hallo? Ne, ist nur ein Haus. Ist ja auch ein bisschen doof gemacht, ne? Turbo-Ding vor der Kurve. Eigentlich musst du das Gas komplett loslassen, damit du um die Kurve rumkommst. Tutur, was du machen? Die komische italienische Strecke. So, wieder die Frage, ne? Ist die Strecke schlecht oder bin ich schlecht? Oder ist die Strecke nur schlecht, weil ich schlecht bin? Jetzt habe ich dir von Musik reinkopiert. Oh, warte. Auch ein Mix von irgendetwas sein, oder? Natürlich, wenn jemand von euch fragt, was für Lieder sind, dann gucke ich gerne nochmal nach, weil ich muss ja nur meinen UGG-Ordner schauen, so ungefähr, um rauszufinden, was für Musik das ist. Ah, scheiße, Mann! Mann! Ich war nicht mal wirklich schnell! Blöder Typ, warum hast du die scheiß Turbo-Dinger nicht angepackt, hast du genug Platz gehabt? Was ist der Kniff der Strecke? Nerviger Kniff. Alles passen muss, alles richtig sein muss. Sonst verkackst du. Kleine Wähler sollen doch erlaubt sein. Finde ich. Das trübt den Spielspaß. Obwohl es gibt. Da Leute, die stehen ja auf sowas, ne? Das ist Dark Souls-like. Aber heute ist ja alles ein Dark Souls. Kommt die Kurve, sie kommt.
Guck mal, ist doch gar nicht so schwer. Fick dich. Frage ist, was hat der hinterlistige Typ noch geplant, ne? Dieser Fuchs hier. Komm mal hier zum Beispiel hier, wieder hinterlistig, ne? Wieder ordentlich bremsen, um da durchzukommen. Obwohl, hier kommt ja nichts. Nichts an irgendwelchen Sprungschocks, wo ich eine bestimmte Geschwindigkeit haben muss oder so. Okay, das geht doch. Da sind noch Fehler erlaubt. Und das war's, das Spiel ist aus! Oh, verdammt. Du hast die Silbermedaille gewonnen. Wahnsinn, du bist der ewige Zweite. Der ewige Zweite. Und war's im Real Life auch immer? Der ewige Zweite. Wenn es ein Bewerbungsgespräch gab, wo es sein Bewerbungsplatz war, war ich immer die Nummer 2. Und ja, in dem Fall ist der Zweite der letzte Platz. Wo wir wieder bei die was viel Underground sind. na gut, ich gehe mal in der Dusche jetzt eine Runde heulen und renne in der Zeit diese Videos hier. Gut, Leute, lebt wohl bis zu diesem Trackmania Sunrise Episode oder von Need for Speed oder keine Ahnung, was ich auch spiele. Falls ich was spiele, ihr kennt mich ja, ne? Mal gucken, wie meine Motivation in den nächsten Tagen ist, falls ich überhaupt hier bin. Vielleicht bin ich auch den ganzen Tag wieder weg. Vielleicht muss ich mit der Kamera rumrennen und keine Let's Plays da machen, sondern Let's Relive oder sind das einfach nur Vlogs? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn, dann würde ich die, glaube ich, auch wieder auf meinen Kanal packen, weil hat ja nichts mit Videospielen zu tun, ne? Und willst du nun alles zusammen vermischen, dann ist ja fast so wie mein originaler Uralt-Account, aber der hat auch irgendwie 1000 Abonnenten geschafft, obwohl ich seit 6 Jahren nichts mehr hochgeladen habe. Keine Ahnung, ob der irgendwie was Besonderes ist, warum sie den abonnieren. Ja. Ahnung, ich habe mich auch seit Ewigkeit nicht mehr eingeloggt damit. Aber er existiert doch. Ich habe nachgeguckt, er existiert doch. Gut, Leute, lebt wohl bis zu diesem. Ne, das habe ich schon mal gesagt. Mann, jetzt wiederhole ich mich doch. Wenn du dich verabschiedest und die Verabschiedung so lange ist, dass du dich nochmal verabschiedest, ne? Damals gab es Endcards. Mittlerweile sind die Standard und nennen sich Abspinne. Aber ich bin ja kein Fan davon, sondern wenn das Video endet, endet es einfach. Ich weiß, nicht konform und wahrscheinlich wird auch mehr Abonnenten kriegen oder rababababum, auch wenn ich mal sagen würde, Glocke drücken, abonnieren so ein Scheiß, aber nein, das muss ich euch nicht immer sagen. Wenn ihr es nicht machen wollt, dann macht ihr es nicht. Wenn ihr Daumen rauf geben wollt, gebt Daumen rauf. Wenn ihr Daumen runter geben wollt, gebt Daumen runter. Wenn ihr kommentieren wollt, kommentiert und ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendwas? Bekomme ich irgendwas so ein Teil mit? Ja, theoretisch auch, ne? In der Statistik sieht das ja manchmal. Aber ich spare mir sowas eben im Regelfall immer, ne? Ganz selten, sage ich das mal. So wie jetzt.